Ich möchte heute mal darüber sprechen, welch ein Wunder es eigentlich ist, dass wir hier sind. Es ist eigentlich so was Besonderes, worüber man viel zu selten nachdenkt. Und es ist mir gerade irgendwie so bewusst geworden. Allein schon immer, wenn wir verschiedene Gerüche haben oder ein Lied hören und uns an alte Zeiten erinnern, wo wir das Lied oder die Gerüche mit verbinden. Allein das finde ich schon Wunder. Unser Gehirn. Was in unserem Gehirn alles abgespeichert ist, ist Wahnsinn. Das sind Dinge abgespeichert, von denen man gar nicht weiß, dass die immer noch in unserem Gehirn sind. So, das ist wirklich krass. Das kennt ihr bestimmt auch immer wieder, wenn man irgendwie ein Lied hört, wo man irgendwie vor 8 Jahren oft gehört hat oder irgendwie vor 10 Jahren oder wann auch immer, dann kommen so viele Erinnerungen hoch. Das ist krass. Ich kann es nicht in Worte fassen. Wie viel Speicherplatz in unserem Gehirn ist, das ist Wahnsinn. Allein unser Gehirn ist so ein Wunder. Wow. Wenn man das mal irgendwie, keine Ahnung, mit dem Speicherplatz von einem Laptop oder so vergleicht, wie viele bildliche und visuelle und akustische Erinnerungen, alles in einem Drücke in unserem Gehirn gespeichert sind. Das ist krass. Ja, das Video hat auch gar kein Konzept. Ich will irgendwie einfach nur mit dir darüber reden, was wir eigentlich für besondere Wesen sind und was für ein Wunder es ist, eigentlich ist, dass wir hier sind. Ja, dass wir dafür eigentlich sehr dankbar sein sollten. Ja, und gleichzeitig ist es aber so, zum einen sind wir irgendwie, jeder von uns, auch du, jeder einzelne von uns ist ein absolutes Wunder, dass wir einfach so hier sind. Du mit deinem ganzen Körper, komplett alles funktioniert, Gehirn, das ist wirklich krass. Irgendwie sind wir jeder von uns ein absolutes Wunder. Doch gleichzeitig sind wir auch alle ein Nichts, ein Niemand und Staubkorn der Geschichte, nur eine Rauchwolke im Nichts, würde der Kollege sagen. Aber ja, wir sind eigentlich trotzdem alle ziemlich unbedeutend, wenn man mal rauszoomt, sozusagen. Sich die Erde anschaut, dann sind wir nur einer von, ich glaube, rund 8 Milliarden Menschen. Zu dieser Zeit und dann gibt es aber Millionen, Milliarden von Jahren noch. Jeder Einzelne von uns ist letztendlich quasi 0% Bedeutung. Und gleichzeitig sind wir aber jeder von uns ein Wunder. Und man könnte sich denken, ja, das widerspricht sich doch. Ist es nicht paradox? Wir sind alle irgendwie ein Wunder, das ist doch scheint doch eine Bedeutung zu sein. Und gleichzeitig sind wir aber alle unbedeutend. Aber ich finde es eigentlich schön, dass beides ist. Weil wären wir zu bedeutend, dann wäre zu viel Druck da. Wenn wir nicht nur, ja, wenn wir einfach nur bedeutend wären und nicht nur einer von vielen sozusagen, dann wäre ja viel zu viel Druck da. Und gleichzeitig wären wir einfach nur ein Nichts. Und nicht ein Wunder, das so entstehend ist, dann wäre es ja irgendwie auch schade, wenn wir einfach nichts wären. Deswegen finde ich das eigentlich eine schöne Mischung. Und ich finde es halt, das, was ich dir mit diesem Video eigentlich mitgeben möchte, weshalb ich das Video aufnehme, ist, dass wir halt schon irgendwie ein Nichts sind, weil wir halt eine begrenzte Lebenszeit haben. Und dadurch, dass nur ein ganz kleiner Teil vom Ganzen ist. Doch, wir können unsere Lebenszeit so gestalten, wie wir wollen. Jeder von uns. Wir sind als wundervolle Wesen hier auf die Erde gekommen. Wir haben einfach das Geschenk bekommen, dass wir einfach so entstanden sind mit vor allem unserem Gehirn, wie ich vorhin
erzählt habe. Das finde ich das Faszinierendste eigentlich. Und dann ist halt die Frage natürlich, wie wir diese begrenzte Zeit, die uns gegeben wurde, nutzen. Und das Schöne ist, das kann jeder von uns selber entscheiden, weil wir freie Wesen sind im Gehirn. Wir sind einfach, ja, wir haben so eine getrennte Wahrnehmung. Wir können einfach selber entscheiden, was wir machen wollen. Und können reflektieren und all das. Ja. Und deswegen will ich dich eigentlich mit diesem Video vor allem dazu mehr inspirieren und motivieren, dein Leben zu leben und dein Leben zu nutzen. Denn dir wurde das Geschenk gegeben, keine Ahnung wie lange zu leben, sagen wir 80 Jahre. Und in dieser Zeit kannst du machen, was du willst. Und du solltest, ja, ich will nicht sagen, das Beste draus machen, weil es klingt so, als wäre das vorgegeben von anderen, was gut oder was das Beste ist, was gut und was schlecht ist, aber eigentlich sollst du dein Leben leben. Und das ist dann für mich eigentlich auch das beste Leben, sozusagen das Beste aus dieser Zeit zu machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Irgendwie würde ich dich einfach, weil mir der Gedanke gerade kam, wollte ich das jetzt spontan aufnehmen. Weil mich das selber gerade irgendwie inspiriert hat, der Gedanke. Einfach jetzt noch mehr. Jede Sekunde, jeden Tag vollkommen zu nutzen. Weil irgendwann ist es einfach vorbei. Man hat die, sagen wir, 80 Jahre bekommen. Und unsere Aufgabe ist jetzt einfach, das Allerbeste aus dieser Zeit zu machen. Ja. Deswegen, ja, ich will jetzt keinen Rat geben, was du machen sollst, weil es muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Jeder wurde meiner Meinung nach für was anderes geboren, irgendwie. Jeder hat irgendwie einen anderen Sinn im Leben. Kein Mensch hat keinen Sinn. Kein Mensch wurde nutzlos geboren, denn würde ja kein, macht ja kein, wäre ja dumm. Ich will jetzt nicht, macht keinen Sinn, dann hat irgendwie Sinn, Sinn. Wäre ja irgendwie dumm, wenn so ein Wunder wie wir so einfach umsonst geboren wird, ohne dass es einen Sinn hat. Weil das ja schon auch irgendwie Aufwand und viel Zufall und alles benötigt, dass wir eben entstehen, weil wir solche Wunder sind. Und dementsprechend ist meine Schlussfolgerung, dass jeder von uns einen tiefen Sinn hat, der entfaltet werden möchte. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche dir einfach nur vom Herzen das Beste und dass du das Allerbeste aus deinem Leben machst. Denn du hast vermutlich nur dieses eine Leben, nur diese begrenzte Zeit. Deswegen nutze einfach jede Minute dazu, für das, was du richtig hältst, dass du irgendwann mit gutem Gewissen ins Grab gehen kannst und dir sagen kannst, jo, die 80 Jahre, wo ich da war, oder welche Zeit auch immer, die habe ich genutzt, habe wirklich das gelebt, wofür ich geboren wurde. Yes. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, ich wünsche dir vom Herzen das Beste, dass du deine Bestimmung findest. In diesem Sinne, wie immer, bleib gesund und viel wichtiger, handel gesund. Bis zum nächsten Mal, mein Bester. Und ja, ich habe hier was Schwarzes, es ist keine Zecke, es ist nur ein aufgeratzter Pickel, falls das irgendjemand gewundert hat. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera gesehen hat. Ach, scheiß drauf.